Rides in the Storm hier. Im Folgenden zeige ich euch den QEG, den Quad Envelope Generator. Der besitzt 4 Hüllkurven mit Attack Time, Decay Time und Sustain Level und Release Time und ist jeweils gleich ausgelegt pro Kanal. Wir haben hier einen Trigger Gate Input und ein Output normal als auch invertiert. Hier haben wir einen Manual Trigger. So kann ich jeden Kanal manuell triggern. Der Gate-Eingang ist normalisiert, das heißt, wenn nur Gate 1 belegt ist, wird er durchgeschliffen auf die anderen Kanäle. Eine LED zeigt an, ob ein Gate oder Reset-Signal anliegt hier. Die LED am Ende zeigt den CV-Verlauf an, also auf welchem Stand die CV sich gerade, die Spannung sich gerade befindet. Die Hüllkurve selber ist sehr perkussiv, sehr bonky, mit einem schönen komprimierten Peak, lassen sich also sehr knackige Verläufe mit Zeiten sind sehr kurz bis relativ lang. Es gibt auch einen Umschalter von Slow to Fast. Das Ganze lässt sich auch fernsteuern. Jetzt mal hier mit einer CV ab 1 Volt schaltet er dann um auf Fast. Dazu muss ich in den Slow-Modus gehen. Hier kriege ich schöner. Dazu gibt es einen Loop-Modus. Das heißt, die Hüllkurve wird von Anfang bis Ende wiederholt. Geht dann ein bisschen Auto-Rate rein. Zudem haben wir einen One-Shot-Modus hier. Das heißt, die Hüllkurve braucht nur einen Trigger und wird komplett durchfahren. Mache ich hier mal meinen Manuelregler. Dazu muss ich in den Loop-Modus gehen. Ich habe hier hinten auch einen Mixout, der fasst alle CVs zusammen. Das ist dann interessant, wenn ich mehrstufige Hüllkurven machen will. Dazu habe ich Vokal.
Kanal 4 Trigger Outs mit Gain of Gate, End of Attack, End of Sustain und End of Release. Damit kann ich dann Module ansteuern, Filter pingen oder auch den Envelope Generator selbst antriggern. Wenn ich jetzt hier End of Release rausgehe und trigger jetzt die Hüllkurve an, gehe hier mal mit dem Mix aus raus. Dazu muss ich in Loop Mode und One Shot Mode. So, die wird damit angetriggert. Und wenn die nächste fertig ist, triggert die wieder die an. Und die nächste triggert dann wieder die letzte an. So bekomme ich quasi Stage-Kurven. So. Kann auch ein Segment einfach in Loop-Modus rein. Also sind da jede Menge Kombinationen möglich. Kann ich die Trigger-Outs auch nutzen, um Tones zu erzeugen. Ich gehe jetzt einfach in meinen Mixer rein und mache mal die VCOs raus. So, gehe auf Loop-Modus. Ich kann jetzt hier schön meine Tones erzeugen. Vor der letzten. Ich komme noch in den Mixer rein. Und schon habe ich einen Tone und kann das entsprechend arbeiten. Kann auch den Filter anpingen.
Ja, das erstmal zu dem QEG.